Gott, eine Essenz, ein Wesen, drei Hypostasen. Jetzt lesen wir Johannes 12. Und dann werde ich die Kommentare wieder einschalten. Warum können sie nicht glauben? Ich lese es so oft schon vor, aber ich muss das vorlesen. Warum die Muslime nicht glauben können? Weil sie die Verse aus der Bibel geklaut haben und verwenden diese Verse gegen uns, obwohl diese Verse auf sie gerichtet sind. Obwohl Jesus so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat. Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an Jesus, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Und jetzt kommt's. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den Vater, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den Vater, der mich gesandt hat. Wer den Sohn sieht, der sieht Gott den Vater. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Jetzt muss ich das dazu lesen. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes des Vaters, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott, den Vater, nicht glaubt, der hat den Vater zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott, der Vater, von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott, der Vater, uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Daran ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott, der Vater, seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es auch schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Ich wiederhole für die Muslime und Andersgläubigen. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist es, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Warum glauben sie nicht, die meisten?
Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der Heilige Geist, welcher in euch ist, größer ist als der antichristliche Geist, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Period. Period. Wenn du nicht an den Sohn Gottes glaubst, dann kannst du überhaupt nicht glauben, weil der Vater dich nicht auserwählt hat. Die Bibel sagt, der Sohn Gottes spricht. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ist vom Vater gegeben worden. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Vater ihn gerettet hat und ihn übergeben hat dem Sohn Gottes. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Geist Gottes aus ihm das bezeugt. In Johannes 6. Lesen wir mal. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alle Menschen, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich keinen Menschen verliere von allem, die der Vater mir gegeben hat, sondern dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich, Jesus, werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus wird den Menschen auferwecken. Das ist der Wille des Vaters, dass wir an seinen Sohn glauben. Und wer nicht an seinen Sohn glaubt, der nennt den Vater einen Lügner und der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Wille des Vaters ist, dass wir an den Sohn Gottes glauben und durch den Sohn ewiges Leben haben und Jesus wird uns auferwecken am letzten Tag. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Halleluja. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, sie werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat dem Sohn auch die Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle Menschen, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Entweder du bist freigesprochen durch den Sohn oder du bist gerichtet durch den Sohn. Wer den Sohn hat, der wird nicht gerichtet. Wer den Sohn nicht hat, der ist schon gerichtet. Entweder du hast Jesus als deinen Anwalt, als deinen Vater oder du hast ihn als deinen Richter. Psalm 2, Altes Testament. Über den Sohn steht geschrieben im Psalm 2. Was steht über den Sohn geschrieben im Alten Testament? Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du, o Sohn, sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfengeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit der Sohn nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl all denen, die sich bergen bei ihm. Ganz klar, der Sohn Gottes im Alten Testament.
Wer den Sohn Gottes nicht glaubt, der wird seinen Zorn schmecken. Ja, der Sohn Gottes ist die Liebe in Person, aber auch der Gerechte und der heilige Gott ist der Sohn. Der Sohn ist heilig und ein heiliger Gott muss Gerechtigkeit üben und es wird Gerechtigkeit geben am Tag des Gerichts, wenn alle Menschen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen und Rechenschaft ablegen für jedes böse Wort, das sie geredet haben und für jedes böse Werk, das sie getan haben und für jedes einzelne, was jeder Mensch getan hat, Rechenschaft ablegen. An jenem Tag, an dem Gott das Verborgene des Menschen richten wird, durch den Sohn wird alles gerichtet werden. Alles wird ans Licht kommen. Alles! Alle Kinderschänder, alle Kindermörder, alle Kannibalen von Illuminaten, Freimaurer, alle Geheimgesellschaften, alle Politiker, alle Menschen, die nicht an den Sohn Gottes glauben und alle, die gegen die Menschen schlimm gelebt haben und die Menschen wehgetan haben und alle Menschen werden vor diesem heiligen Gott stehen, vor Jesus Christus, vor dem Richterstuhl des Christus, Römer 14, und werden Rechenschaft ablegen für alles an jenem Tag, an dem alles ans Licht kommt. Da kommt alles ans Licht. Alles kommt ans Licht. Meine Sünden kommen ans Licht. Deine Sünden kommen ans Licht. Und alle derer, die nicht im Buch des Lebens sind, werden dann laut der Bibel in die Feuersee geworfen werden. Offenbarung 20 können wir gerne vorlesen. Ich möchte euch damit keine Angst machen. Ich möchte euch aber warnen, ermahnen, als Bruder ermahnen. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihnen waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden alle gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Rette deine wunderschöne Seele vor der Feuersee. Rette deine Seele vor der Feuersee. Nimm endlich den Sohn Gottes an. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer nicht dem Sohn Gottes glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. So nimm nun Verstand an und demütige dich vor den heiligen Gott. Nimm deinen Stolz weg, deine Arroganz und deinen Hochmut, diese luziferanische Eigenschaften, schmeiß sie weg und geh auf deine Knie und bekenn dich als einen Sünder und dass du Gnade brauchst und bekenne den Herrn Jesus als den ewigen Sohn Gottes, als das Wort Gottes im Fleisch, Gott selbst, der für deine Sünden, für meine Sünden und für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz gestorben ist und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden ist und den Teufel gerichtet hat, tut mir leid. Und den Teufel entmachtet hat und uns ewiges Leben gegeben hat. Durch sein Blut sind wir reingewaschen worden und haben die Sohnschaft empfangen. Wir sind nicht mehr unter der Verurteilung. Also ich empfehle dir, rette deine wunderschöne Seele. Komm endlich zu deinem Schöpfer. Ich bin dein Herr, der Erretter, sagt die Bibel. Ich bin der Herr, der Erretter. Ich habe dich von Mutterleib an gebildet. Und das ist der Sohn. Durch das Wort. Den Sohn ist alles geschaffen, ohne das Wort. Jesus ist auch nicht eines geschaffen, was geschaffen ist. Wann kommst du endlich zu dem wahren Gott, der aus dem Alten und dem Neuen Testament sich zeigt? Heute bin ich on fire, ha? Ich merke selber. Ich merke selber. Warum bist du Christ geworden, fragt jemand. Ich sag dir, ich war ein Niemand. Ich war im Fleisch.
Ich war auf der Straße. Ich habe Dinge gesehen, die ein Jugendlicher nicht sehen darf. Ich habe Sachen durchgemacht, die fast keiner durchgemacht hat. Ich habe Sachen durchgemacht, die wissenschaftlich nicht möglich sind. Ich habe Dinge gesehen, die wissenschaftlich nicht möglich sind. Ich war an schlimmen Orten, wo du und ich meinen schlimmsten Feind nicht wünsche, dahin zu kommen. Ich war ein Niemand. Ich war ein Süchtiger. Ich war ein schlimmer Sünder im Fleisch. Ich wollte mich töten. Ich hatte Depressionen. Ich hatte Suizidgedanken. Ich wollte zur Wahrheit finden. Ich habe einmal, nachdem ich den Islam verlassen habe, einmal habe ich im Namen des Herrn Jesus Christus gebetet und Gott hat sich offenbart durch den Sohn und den Heiligen Geist. Einmal habe ich den Namen des Herrn angerufen und er hat mich gerettet. Ich habe den Geist Gottes gespürt. Ich war eine neue Person. Ich habe einen Wasserfall geweint. Ich war ein Niemand, ein Kind des Zorns. Epheser Kapitel 2. Ich war auch ein Kind des Zorns. Wie die Muslime. Und ich habe den Islam verlassen, weil Jesus Gott ist. Und Jesus hat sich mir offenbart durch den Heiligen Geist. Und kein Allah. Wo war Allah, als ich Depressionen und Suizidgedanken hatte? Jesus hat sich mir offenbart. Jesus hat mich in meine Depression, in meinen Suizidgedanken, mich zu einem neuen Menschen gemacht. Er hat mich zu einer neuen Person gemacht. Ich bin jetzt ein Jemand. Ich habe jetzt das Anrecht, ein Kind Gottes zu sein. Ich war ein starker, schlimmer Sünde. Ich hatte keine Hoffnung. Die einzige Hoffnung war, dass ich mich selbst töte. Das war meine Hoffnung. Ich wollte mich selber töten. Aber bevor ich das getan habe, habe ich die Wahrheit erkannt. Nämlich den Sohn Gottes, der mich geliebt hat, als ich noch ein Sünder war. Wie ich bin ein lebendiges Zeugnis, dass Jesus lebt. Meine Geschwister sind lebendige Zeugnisse, dass Jesus lebt. Der Heilige Geist hat mich zu einer neuen Person gemacht. Er hat mich aus allen gerettet. Ohne Jesus wäre ich tot. Ohne den Herrn Jesus wäre ich tot. Ich sag's euch, wie es ist. Und darum sage ich den Muslimen, kommt raus aus diesem Gefängnis. Kommt da raus. Fragt Gott. Gott, du hast Himmel und Erde geschaffen. Ich suche dich, offenbare dich mir. Du wirst ihn finden. Du wirst ihn finden. Die Bibel sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, der wird mich finden. Ich verstehe nicht, warum die Muslime das nicht verstehen, dass das Injil sie Kinder des Teufels nennt und alle, die nicht an den Sohn Gottes glauben, ewige Verdammnis haben. Ich verstehe nicht, warum sie nicht darüber nachdenken, dass ihr Gott im Koran aufträgt, die Christen und die Juden zu töten. Über 25 Mordkommandos aus dem Koran gegenüber Juden und Christen und Ungläubigen. Für sie Ungläubige. Warum denken sie nicht darüber nach? Warum fangen sie nicht an, das Injil zu lesen? Der Teufel täuscht sie so sehr. Sure 53. Warum fangen sie nicht an, endlich mal nachzudenken, dass die Bibel sie Kinder des Teufels nennt, weil Jesus ganz klar gesagt hat, ich bin Jahwe und wenn ihr nicht erkennt, dass ich Gott bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Wenn ihr nicht erkennt, dass ich der Gott, der Sohn Gottes bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Johannes 8,24 und Johannes 8,58, bevor Abraham war, bin ich. Jesus sagt ganz klar, ich bin Jahwe. Bevor Abraham geboren wurde, war ich schon da. Ich bin seit Ewigkeiten schon da. Es ist so lächerlich. Die Bibel sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer nicht an ihn glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihn. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn, den Sohn Gottes, glaubt, wird niemals gerichtet. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon gerichtet. Du bist schon in deinem Gericht, wenn du nicht an den Sohn Gottes glaubst. Du bist in deinem Gericht. Und der Herr Jesus sagt, wer an mich glaubt, der tretet vom Tod zum Leben hindurch. Du tretest vom Tod, deinen Zustand als Kind des Zorns, ohne den Heiligen Geist, ins Leben hindurch.
und empfängst den Heiligen Geist durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und dann bist du nicht mehr ein Kind des Zorns, sondern dann bist du ein Kind Gottes. Johannes 1,12. Es ist so traurig, wie der Teufel in dieser Endzeit wirkt. Es ist Endzeit, wir leben in der Buch der Offenbarung und die Muslime haben keine Ahnung, dass wir über 2000 Prophezeiungen haben, erfüllte Prophezeiungen, und dass wir jetzt im Buch der Offenbarung leben und dass eines Tages in Offenbarung 19 der Islam vernichtet wird, wenn sie ein Kalifat ausrufen werden und Israel angreifen werden, weil die Muslime ein Problem mit Israel haben, und dann kommt der Herr Jesus in seine Gottesgestalt und wird alle Antichristen, die nicht an den Sohn Gottes glauben und das Kalifat der Muslime ausgerufen haben und die Atheisten und die Könige der Erde vernichten durch den Hauch seines Mundes und das zweischneidige Schwert aus seinem Mund ragt, und dann wird es kein Islam mehr geben, sondern dann kommt das tausendjährige messianische Reich, und dann wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus der Herr ist. Für die meisten wird es zu spät sein, dennoch wird ihr Knie sich beugen. Ihr Knie wird sich alle beugen, für viele wird es aber zu spät sein. Es ist so traurig, dass sie das Injil nicht lesen. Es ist so traurig, dass sie nicht die Wahrheit anerkennen wollen. So, Matthäus 10. Jeder Mensch nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Alle, die den Sohn Gottes verleugnen, alle, die den Sohn Gottes verleugnen, den wird der Sohn auch verleugnen in der Herrlichkeit des Vaters. So, ich habe eine Frage. Wer möchte endlich frei sein? Wer möchte frei sein von Anxiety, Social Anxiety, von Depressionen, von Suizidgedanken, von Ketten der Sünden? Möchtest du ein Kind Gottes werden? Möchtest du ein Christ werden? Dann schreib "Ich will" in die Kommentare und lass mich für dich beten. Wenn du heute seine Stimme hörst, dann verzage dein Herz nicht, sagt die Schrift. Möchtest du endlich frei sein, ein Kind Gottes? Dann schreib "Ich will", wenn du ein Kind Gottes werden möchtest. Möchtest du den Heiligen Geist empfangen, dann schreibe "Ich will" und ich bete für dich. Auch wenn du Buße tun möchtest, wenn du Buße tun möchtest, dann schreib "Ich will". Wenn du ein Kind Gottes werden möchtest, dann schreib "Ich will". Öffne dein Herz für die Wahrheit und glaub mir, wenn ich jetzt beten werde, durch die Kraft des Heiligen Geistes, wirst du den Heiligen Geist spüren und ihn empfangen, wenn du ihn nicht hast. Demütigt euch vor den Heiligen Gott, und ich lese es nochmal vor. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Hört auf, den Sohn Gottes zu verleugnen, auch an die Muslime. Ich war auch 18 Jahre Muslim. Der Islam ist nicht die Wahrheit. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt der Herr. Also, so viele ich bin. Okay. Alles klar. Ich werde die Kommentare ausschalten und euch jetzt vorlesen. Ganz kurz Römer 10, Vers 9 bis 10. Und dann werde ich für euch beten. Empfängt endlich den Heiligen Geist. Wenn du Christ werden möchtest, wenn du ein Kind Gottes werden möchtest, wenn du den Heiligen Geist empfangen möchtest, dann demütige dich und fang endlich an zu beten. Ich sage den Muslimen, meine lieben Muslime, Jesus ist der Sohn Gottes im Alten und im Neuen Testament. Ich kann dir alle Verse geben, die du brauchst, um zur Wahrheit zu kommen. Ich kann dir so viel helfen. Ich habe kein Problem mit euch Muslime, aber die Bibel sagt ganz klar, es gibt nur einen Gott und nur einen Weg. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Kein Mohammed, kein Allah, kein Krishna, kein Shiva, kein Charles Darwins Affentheorie. Niemand kommt zu Gott, den Vater. Nur durch den Sohn Gottes kommst du zum Vater. Niemand hat Gott je gesehen, außer der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Er hat uns den Vater gezeigt. Denn niemand ist vom Himmel herabgekommen, außer der Sohn des Menschen. Und niemand ist von der Erde in den Himmel aufgefahren, als nur der Sohn des Menschen, Jesus Christus. Niemand hat den Vater gesehen,
Nur der Sohn hat den Vater gesehen. Niemand ist vom Vater herabgekommen, nur der Sohn. Und nur der Sohn ist in den Himmel wieder aufgefahren, zu Rechten Gottes, in der Majestät Gottes, in der Herrlichkeit des Vaters zurückgekommen, zu seinem Thron. Er hat seinen Thron für dich verlassen, um zu sterben, und hat den Tod besiegt durch die Auferstehung und ist jetzt zu der Rechten Gottes des Vaters. Und Römer 10, Vers 9 bis 10 lesen wir jetzt vor und dann werde ich für euch beten. Und ich bete auch, dass die Muslime endlich ihr Herz öffnen für die Wahrheit. Und alle anderen Atheisten auch. Und ich sage das nochmal. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, den Vater, als durch Jesus. Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Alle anderen Religionen, die das nicht bekennen, sind eine Verführung vom Teufel. Ich kann dir alle Bibelverse zu diesen ganzen Sachen hier geben. Das ist die Wahrheit. Römer 10, Vers 9 bis 10. Wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott der Vater ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit den Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn, Jesus, glaubt, wird nicht zu Schanden werden, wird nicht in die Hölle kommen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und wir rufen jetzt alle den Namen des Herrn an. Jetzt rufen wir den Namen des Herrn an und ich fordere nochmal öffentlich, mache ich das, weil der Herr Jesus hat öffentlich seine Jünger bei Namen genannt und das sage ich öffentlich. Bekennt euch zu dem Sohn Gottes öffentlich. Und jeder, der sich öffentlich vor den Sohn Gottes bekennt, den wird auch der Sohn Gottes bekennen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit des Vaters. Der Sohn wird deinen Namen vor den Vater bekennen. Wenn du aber den Sohn Gottes verleugnest, wird der Sohn Gottes dich auch verleugnen beim Vater. So. Okay. Fast runtergeflogen. Alles klar. Jetzt werde ich für euch beten. Ich werde ein Vorgebet sprechen. Und danach könnt ihr mitbeten. Wenn ich sage, spricht mir nach, könnt ihr mir gerne nachsprechen. So. Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus, Herr. Ja, ich bete nicht für mich, sondern ich bete jetzt für all diejenigen, die mir zuhören und dich als den Herrn bekennen wollen oder Buße tun möchten oder jetzt Christ werden möchten und ewiges Leben durch dich empfangen möchten. Ich bete, Vater im Himmel, im Namen des Herrn Jesus Christus, wenn sie jetzt gleich mitbeten, dass du ihnen den Heiligen Geist gibst, Vater im Namen des Herrn Jesus, dass du sie erfüllst und leitest mit dem Heiligen Geist, dass du ihre Sünden reinwäschst, dass du alles von ihnen erneuerst, Herr, und ihn in ihren Herzen wohnst. Ich bete, dass die Muslime und Andersgläubige ihr Herz öffnen und auch vielleicht mitbeten, um zur Wahrheit zu kommen, Herr. Ich habe auch ein Gebet gesprochen vor Jahren und du hast mich gerettet und dich mir offenbart. So bete ich, dass du dich auch ihnen offenbarst und ihnen die Wahrheit zeigst. So, jeder, der den Namen des Herrn anrufen möchte und gerettet werden möchte, der kann jetzt sprechen. Jeder, der Buße tun möchte, der könnte jetzt sprechen. Jeder, der den Herrn Jesus annehmen möchte, der soll jetzt bekennen: Ich bekenne mich als einen Sünder. Ich bin ein Sünder. Herr Jesus Christus, ich bin ein Sünder. Und ich habe gegen meinen heiligen Tempel, den Tempel, meinen Körper gesündigt und gegen den Himmel gesündigt. Sei mir, armen Sünder, gnädig, Herr Jesus Christus. Ich bekenne, dass du der ewige Sohn Gottes bist, Herr Jesus Christus. Und dass du der einzige Weg zum Vater bist. Ich glaube, dass du das Wort Gottes, Gott manifestiert im Fleisch bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden und für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz gestorben bist und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden bist und den Tod besiegt hast. Wir wiederholen das nochmal. Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, im Namen des Herrn Jesus Christus, ich bekenne mich als einen Sünder. Ich bin ein Sünder. Und ich brauche deine Gnade. Ich glaube, dass du der ewige Sohn Gottes bist, Herr Jesus Christus. Dass du das Wort Gottes, Gott manifestiert im Fleisch bist.
dass du für meine Sünden und für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz gestorben bist und wahrhaftig am dritten Tag auferstanden bist und den Tod besiegt hast. Durch dieses Bekenntnis und Glauben im Herzen und mit dem Mund, dass ich bekenne, bin ich gerettet laut der Heiligen Schrift. Ich glaube, dass ich gerettet bin. Ich glaube an dich, Vater, und den Sohn und den Heiligen Geist. Danke, Herr Jesus Christus, dass du für meine Sünden gestorben bist und auferstanden bist. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Durch dein Blut, Herr Jesus Christus, bin ich reingewaschen worden von allen meinen Sünden, von allen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden. Danke, dass ich gerettet bin. Heile mein Herz, Herr Jesus Christus, heile mein Unterbewusstsein, mach mich zu einer neuen Schöpfung, erneuere mich tagtäglich im Heiligen Geist. Leite mich und führe mich mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass ich dein Kind bin und gerettet bin, im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. In Jesus Namen, Amen. Und ich hoffe und bete, viele von euch haben das gesprochen. So ein Gebet, beziehungsweise ein ähnliches Gebet, wie ich es im Video gesagt habe, habe ich gesprochen, als ich den Islam verlassen habe und Gott sich mir auch offenbart hat durch den Heiligen Geist. In Jesus Namen, Amen. Ich bete, dass viele Menschen dieses Gebet gesprochen haben. Amen. Halleluja. Wenn du Fragen hast, wenn du keine Gemeinschaft hast, wenn du ein neuer Christ bist, wenn du nicht mehr weiter weißt, was du tun sollst, dann schreib mir auf Instagram. Vielleicht kann ein Moderator mein Instagram anpinnen. Alan Seelengewinner heißt ich auf Instagram. Du kannst mir alle Fragen stellen, die du möchtest. Aber ich antworte nicht immer sofort, denn es sind immer viele Fragen oder ich habe nicht immer Zeit für soziale Medien. Bin ich jetzt Christ? Wenn du das mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekannt hast, dass Jesus der Herr ist, der ewige Sohn Gottes, für deine Sünden gestorben und auferstanden, ja. Wenn du das wirklich dein Herzen glaubst, dann bist du ein wiedergeborener Christ, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wenn du es aber nicht ernst genommen hast, dann bist du auch kein Christ. Also, ich verstehe nicht, haben wir keine Moderatoren hier drinnen, die Kommentare anpinnen können? Alan Seelengewinner auf Instagram. Wenn du Fragen hast, wenn du keine Gemeinschaft hast, wenn du eine Bibel haben möchtest, dann geh auf www.kostenlosebibel.de. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom jeglichen Worte, die aus dem Munde Gottes kommen. Du brauchst Nahrung für Leib, für deinen Körper und du brauchst auch Nahrung für Geist und Seele und das ist die Bibel. Du brauchst die Bibel und die Bibel ist Nahrung für Geist und Seele. Ihr braucht auch Gemeinschaft. Wenn du keine Gemeinschaft hast oder keine Bibel hast, dann schreib mir auf Instagram, Alan Seelengewinner. Wenn du Fragen hast, ich beantworte sie. Und ich werde jetzt auch gleich offline gehen. Der Herr Jesus Christus segne euch alle. Ich wünsche euch alle Frieden von Gott, dem Vater und dem Sohn des Vaters in Wahrheit und Liebe. Es gibt keinen Gott ohne Jesus Christus. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. So, der Herr segne euch und behüte euch und lasst sein Angesicht auf euch scheinen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Ich bin morgen wieder online. Wandelt im Heiligen Geist. Da muss ich mich auch an die Schulter greifen. Wir müssen das alle tun. Jesus liebt dich. Jesus verurteilt dich nicht. Jesus hat dich geliebt in deiner dunkelsten Stunde. Jesus ist für dich gestorben, als du noch ein Sünder warst. Er verurteilt dich nicht. Er ist die Person der Liebe. Aber er möchte, dass du endlich mal aufwachst und für ihn lebst. Und an die lauwarmen Christen, die nicht die Bibel lesen oder nicht nach dem Wort Gottes leben, wacht auf und kommt zur Wahrheit. Jesus liebt dich und Jesus möchte eine persönliche Beziehung zu dir haben. Er ist der einzige Weg zum Vater und er liebt dich und er möchte dir ewiges Leben geben und er möchte, dass du dein Kreuz auf dich nimmst und ihn nachfolgst, dich selbst verleugnest, dein Fleisch verleugnest und ihn nachfolgst. Wir haben Endzeit
Und in dieser Endzeit gibt es viel Anfechtung. In dieser Endzeit wird es noch viel Schlimmeres geben. Die Erde wird noch schlimmer. Ich sag, bis zum Jahr 2030 wird es so dermaßen schlimm werden. Und ich weiß, dass die Gemeinde bald entrückt wird. Jesus wird bald kommen. Und wenn du zurückgelassen wirst und nicht mit entrückt wirst, Gnade von Gott sei mit dir, wenn du nicht mit entrückt wirst. In diesem antichristlichen System, die der Antichrist durchführen wird und das Malzeichen des Tieres kommen wird, auf der rechten Hand oder auf der Stirn. Und jeder, der das Malzeichen annimmt, wird mit dem Grimm und dem Zorn Gottes, der eingemischt ist in den Zorn, Weinglut seines Zornes. Und sie werden alle gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Macht euch bereit für die Entrückung. Jesus kommt bald. Er wird kommen. Er wird kommen. Ich sag's nochmal, er wird kommen bald. Also, Gott segne euch und jeder, der das nicht glaubt. Ich bete für euch Muslime. Ihr habt keine Beziehung zum Vater. Ihr kennt den Vater nicht, denn der einzige Weg zum Vater ist der Sohn. Möge der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist euch offenbaren. Friede von Gott, dem Vater und dem Sohn des Vaters in Wahrheit und Liebe. Also, bis morgen. Möge der Herr Jesus Christus deine Seele gnädig sein und du als Muslim endlich deine Augen öffnen und dein Herz öffnen und zur Wahrheit zu kommen. Wer den Sohn hat, der hat ewiges Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wird niemals gerichtet. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon in seinem Gericht. Hier auf der Erde, auf dieser Dunja bist du schon in deinem Gericht, weil du nicht an den Sohn Gottes glaubst und die Lügen des Satans mehr glaubst und dem Islam oder Buddhismus oder Atheismus oder Hinduismus, alle Götzenreligionen, die nicht auf der Wahrheit basieren. Gottes Segen. Amen. Nicht entblößen. Also er spricht hier von, er sagt, sie ist wahrhaft meine Schwester, obwohl nur ein Elternteil sie gebar. Ja. Und doch wurde sie als Schwester bezeichnet. Welche Brüder? Jakobus, Simon, Josef. Das frage ich dich.